Ja, hallo, ich bin Matthias Leubner, ich bin Drehleierspieler. Ich bin auch Mensch, meine Person, aber irgendwie bekommt man mit so einem seltsamen Instrument und so einem seltenen Instrument im Laufe der Jahre eine Identifikation auch mitgeliefert. Also, die Drehleier ist ein Saiteninstrument, bei dem die Saiten von einem Rad gestrichen werden, von einem endlosen Geigenbogen quasi. Und da gibt es Melodiesaiten, Bordunsaiten, die immer auf einem gleichen Ton klingen. Tiefe und hohe. Und die hohen können auch ein Schnarren hervorbringen, wenn man an der Kurbel rhythmisch Akzente gibt. Und das Ganze ist dann so eine Art kleines limitiertes Streichquartett. Ja, die Wiederentdeckung hat angefangen natürlich einerseits mit der alten Musikszene, andererseits auch mit einer gewissen Folklore- oder Volksmusikliebhaberei. In Deutschland ist sie, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren langsam in dieser Mittelalterszene wieder populär geworden ist, wo es heute auch Rockgruppen gibt, Mittelalter-Rockgruppen, die mit Drehleier spielen. Und dann gibt es einen kleinen Teil, also eine Handvoll Spieler, die vielleicht im avantgardistischen oder modernen Musikbereich unterwegs sind. Ja, die Idee, die Winterreise mit der Drehleier zu begleiten oder das zu versuchen zumindest, war einerseits naheliegend, weil es gibt ja das letzte Lied, den Leiermann. Andererseits ist es musikalisch der Drehleier fremd, weil das in einer Zeit, die Musik von Schubert in einer Zeit entstanden ist, in der die Drehleier nicht mehr so verbreitet war. Und das war für mich irgendwie der Reiz, von diesem letzten Stück auszugehen, wo man sieht, wo der Leiermann ja auch ein bisschen als eine Erstarrung oder ein nicht eingelöstes Versprechen vielleicht steht, dass man, wenn man die ganze Winterreise mit der Drehleier spielt, dann von Anfang an diese Stimmung im Raum ist. Und gleichzeitig ist es bei uns irgendwie so gelungen, vielleicht auch, weil ich mit Natascha Mirkovic eine Frau an meiner Seite habe, die Lieder singt, dass wir uns gegenseitig oder ich der Stimme dadurch mehr Platz geben kann und dadurch fangen hat der Text klanglich etwas mehr Platz als mit der Klavierbegleitung, was für uns ein schöner Nebeneffekt ist.